Hallihallo, liebe Leute. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Spiel Emporium Galactic Survival. Ja, ich habe schon mal kurz in dieses Spiel reingeguckt. Somit kenne ich auch schon ein paar Grundlagen. Und wir fangen mal ein neues Spiel an. Wir nehmen mal Zufallstartwert. 5, 4, 8, 6, 1. Wir starten auf Akuta, ein gemäßigter Planet mit großen Ozeanen, vulkanischen Inseln sowie großen Kontinenten mit Bergketten. Er hat eine atembare Atmosphäre. Das macht es uns leichter, da wir nicht auf Sauerstoff angewiesen sind, beziehungsweise nicht den Sauerstoff mitführen müssen. Die Durchschnittstemperatur beträgt 23 Grad und die Schwerkraft liegt bei 0,84 G. Wir schauen mal, wo wir mit unserem Startwert starten. Beziehungsweise wo wir mit unserem kleinen Shuttle stranden, um uns dann wieder, ja, das Ziel des Spiels ist eigentlich noch gar nicht so bekannt, überleben, ne? Überleben, Basis bauen und so weiter. So, da ist unser Shuttle. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus hier. Hier sind noch ein paar Dinos, ein paar Erzlager, ein bisschen Wasser haben wir hier unten, so einen hübschen See. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, das ist unser Shuttle. In unserem Shuttle sind hier ein paar Container drin, so Frachtboxen. Wir haben hier einen Constructor, also so ein automatisches Baudingenskirchen, wo wir halt gewisse Sachen craften können. Gucken erstmal, was wir hier haben. Wir haben hier Pflanzen drin, also ein bisschen was für die Botanik. Hier haben wir ein paar Materialien, die schnappen wir uns schon mal und schmeißen die dann gleich in unseren Constructor. Auf der anderen Seite haben wir auch nochmal zwei Container. Hier haben wir nochmal eine Pistole. Ah, eine Ersatzpistole, okay. Munition. Munition ist immer gut. Ein Füll- und Einebnungswerkzeug. Damit können wir das Terrain nach oben und nach unten verändern. Und eine Ladung dafür. Hier haben wir eine Verdampferladung. Ein Gegengift nehmen wir auch mal mit. Notverpflegung ist immer gut. Wasser gibt uns Ausdauer zurück. Medikit können wir vielleicht irgendwann auch gebrauchen. So, was haben wir hier? Kraftstoffzellen. Hier haben wir ein bisschen Wasser. Ein Sauerstoffgenerator und ein Kern. Den Kern brauchen wir später. Tragbares Arbeitslicht können wir, glaube ich, auch erstmal drauf verzichten. Hier haben wir eine Sauerstoffstation. Wir sehen unten links, haben wir unseren Helm momentan an. Da. Den können wir auch ausziehen. Wenn wir den ausziehen, verbrauchen wir den Sauerstoff nicht, den wir hinten in unserem Pack haben. Und ansonsten müssten wir den aufladen. Da wir hier eine atembare Atmosphäre haben, können wir darauf verzichten. Was wir hier aber dringend brauchen, ist Energie. Kraftstoff. Dann machen wir mal zwei Stück rein. Dann steigen wir mal in unser Shuttle. Und machen mal den Strom an. So. Wir haben noch Strom für über eine Stunde, also 72 Minuten, bei 2% aktuellen Stromverbrauch. Und wenn wir das getan haben, können wir uns hier in dieser Sauerstoffstation wieder aufladen. Da wir das nicht brauchen, ziehen wir den Helm einfach mal wieder aus. Und wir fangen schon mal an, ein bisschen Kraftstoff herzustellen. Dazu schmeißen wir mal eben unsere Materialien hier rein. Zack und zack. Und da haben wir Kraftstoffzellen. Die schmeißen wir hier einfach rein. 20 sind schon mal gar nicht so schlecht. Da wir relativ viel von den ganzen Komponenten brauchen nachher, um den ganzen Krimskrams hier zu bauen. Das ist das, was wir jetzt momentan nur in dem Schiff, in diesem Schiffskonstruktor bauen können. Hier gibt es noch einen Konstruktor groß. Wenn wir den gebaut haben, bei unserer Basis vielleicht später, dann haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Auswahl. So. Ich fange schon mal an mit, wir brauchen ein Terranverdampfer. Dann brauchen wir Metallkomponenten 5, 2 Elektronik und Kabel. Metallkomponenten 5. Ups, das war ein bisschen viel, ist egal. Kabel brauchen wir. Wie viel war das jetzt? Wir brauchen 2 Elektronik und Kabel. Und 2 mehr Elektronik. Elektronik. Wenn wir das gemacht haben, dann soll er uns einen Terranverdampfer herstellen.
So, und in der Zwischenzeit gehen wir mal nach unten. Wir brauchen sie zwar noch nicht, aber wir können natürlich Sauerstoff herstellen und H2O befindet sich dort. Und aus H2O können wir O2 machen, sprich Sauerstoff. Wenn wir tauchen wollen, zum Beispiel, macht das Sinn. Wir haben jetzt keinen Helm an. Wenn wir hier jetzt runtertauchen, was ich euch gerne demonstrieren würde. Und wir haben keinen Sauerstoff. Fängt er an zu meckern. Deswegen setzen wir den Helm auf und haben dann keine Probleme. So. Ihr habt gerade bestimmt gemerkt, ich habe ein Jetpack. Damit kann ich so einen etwas höheren Sprung machen. Das kann man auch aktivieren oder deaktivieren, wie man halt möchte. So, dann packen wir mal unseren Sauerstoffgenerator hier irgendwo zum Wasser. Ist eigentlich völlig Bumse, wohin? Da. Und damit der Sauerstoff generieren kann, braucht er Kraftstoff. Und dann arbeitet er auch schon fröhlich los. Hier können wir nachher unseren Sauerstoff, unsere Sauerstoffcontainer rausholen. Jo, macht sich auf anderen Planeten oder wenn wir nachher in den Weltraum fliegen wollen, mit Sicherheit nützlich. Übrigens kann man, wenn man das Jetpack angestellt hat, nicht rennen. Das geht nur, wenn man das Jetpack ausgeschaltet hat. So, wir gucken mal, wie weit unsere Construction ist. Ja, das dauert noch ein bisschen. Terranverdampfer. Wir brauchen aber gleich noch ein paar Ladungen dafür. Verdampferladung. Da brauchen wir Kraftstoffzellen für und Metallstücke. 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 Da. Machen wir davon gleich noch ein paar. 10 Stück sind immer gut. Und dann bauen wir uns noch mal 2 Verdampferladungen. Und was ich auch immer gut finde, ist, wenn wir uns noch ein Sturmgewehr gleich mitnehmen. Müssen wir gleich mal schauen, wie viel wir da von der Elektronik weg haben. Wir haben jetzt hier Elektronik, bauen wir gerade. Das heißt, wir brauchen dann auf jeden Fall noch eine Elektronik und nochmal 5 Metallkomponenten. Könnte reichen. Das könnte reichen. Da machen wir nochmal einen mehr von. Da brauchen wir noch einen davon. Dann haben wir nämlich 2 Metallkomponenten, 2 Elektronik. Sturmgewehr. Und die hat Kaliber. Was für ein Kaliber hat die denn hier? Das Sturmgewehr. Ich sehe es nicht. Ich glaube, die hat 6,8. Kaliber 50 wäre ein bisschen viel, glaube ich. Da haben wir auf jeden Fall unser Terranverdampfer schon mal fertig. Das ist gut. Damit können wir gleich nämlich Erze abbauen und davon brauchen wir so einige. Kraftstoffzellen haben wir hier noch ein paar. So. Und wenn wir dann gleich weg sind, dann bauen wir schon mal hier Steuergeräte, Elektronik und pliplaplo, weil davon brauchen wir eine ganze Menge. Um so schöne Sachen wie Generator, Nahrungsmittelprozessor, Kühlschrank. Ich denke mal, damit kann man das Fleisch frisch halten. Was haben wir hier noch? Ein Wassergenerator, wenn wir mal. Ich denke mal, wenn wir im Weltraum sind, um einfach Wasser zu generieren und dort dann wieder den Sauerstoff. Scheinwerfer, den wir an Fahrzeuge anbauen können. Also man sieht hier oben rot, gelb, grün, blau. Und hier sieht man auch immer, wo wir gewisse Parts anbringen können. So, hier werden auf jeden Fall schon mal unsere Verdampferladung hergestellt. Und als nächstes wollte ich noch eine Knifte bauen, ne? Ein Sturmgewehr. Sturmgewehr. Zack. Dann brauchen wir Metallstücke, noch ein paar. Da haben wir noch Metallstücke. Dann machen wir es nochmal 50, 75. Zack, zack, zack. So. Denn
Es gibt hier ja, es gibt hier feindliche Aliens, die uns Schaden zuführen könnten, wenn wir uns nicht verteidigen. Wir haben zwar hier unsere kleine Waffe, aber ich fühle mich doch sicherer mit dem Sturmgewehr. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe zwei Terran-Verdampfer gebaut. Gut, dann packen wir einen wieder weg. Brauchen ja nur einen. Habe ich den jetzt weggeworfen? Wo ist er? Weggeworfen? Da ist er nicht drin. Da ist er auch nicht drin. Okay. Ich glaube, den habe ich gerade terminiert. Ein Ebungswerkzeug? Okay, scheint ein Bug zu sein. Das ist auf jeden Fall unser Sturmgewehr. Unsere Verdampferladung. Zack. 8 Stück sollten noch erstmal reichen. Ah, das finde ich ja lustig. Übrigens habe ich auch durch Zufall noch einen Trick rausgefunden. Da ist es noch da. Okay. Ein Trick rausgefunden mit dieser Lampe. Das ist vielleicht ganz interessant, wenn man sein Raumschiff beleuchten möchte. Man kann... Na? Na? Das war nix. Ein bisschen ebene Fläche wäre dafür ganz gut. Da haben wir schon mal drei Lampen. Also man kann sich diese Lampen so duplizieren und kann damit seinen Arbeitsbereich ausleuchten. Das ist mit Sicherheit nicht so geplant von den Machern, dass man die so duplizieren kann. So, wo haben wir sie? Ah, guck mal, diesmal hat es nicht funktioniert. Das ist ja interessant. Dann versuchen wir das doch nochmal. Wie gesagt, auf einer ebenen Fläche. Da wird es nicht gehen. 1, 2, 3. Ach, schade. Jetzt habe ich nur eine Lampe. Wieso funktioniert das hier nicht? Gehen wir woanders hin, wo wir vielleicht ein bisschen ebenes Feld haben. Am Strand zum Beispiel. So. Ja, das sieht doch besser aus. Guck mal, da haben wir sogar nochmal. Zack, zack, zack. Ja, da geht's wieder. Wie gesagt, ich bin da durch Zufall drauf gekommen. Jetzt haben wir 8 Lampchen, um unser Arbeitsbereich nachher auszuleuchten, wenn wir das denn möchten. So, wir gucken mal eben ganz kurz, was unser Bauauftrag hier oben macht. Der ist noch fleißig dabei, okay. Dann, da haben wir noch Kraftstoff. Kraftstoff müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was reinmachen. Der ist nämlich schon verbraucht. Also Kraftstoff sollte man immer ausreichend zur Verfügung haben. Gucken wir mal eben, wie lange die ganze Geschichte hält. 42 Minuten. Okay, 42 Minuten sollte erstmal reichen. Und dann fangen wir an. Machen uns nochmal ein paar Kraftstoffzellen. Ein paar Stahlplatten, ein paar Metallstücke, ein paar Steuergeräte, ein bisschen Elektronik, das volle Programm. Motoren, wollen wir schon Motoren bauen? Ich glaube, Motoren brauchen wir noch nicht. So. Okidoki. Wir haben Munition für unsere Knifte. Wir haben unsere Knifte. Da. Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen was sammeln. Und zwar haben wir hinten Silizium, Magnesium und Prometium-Erzlager. Prometium-Erz brauchen wir beispielsweise für Kraftstoff. Das ist so weit weg.
Wir laufen erstmal zum Siliziumlager. Diese komischen Dinos hier sind friedlich. Ich habe sogar schon Triceratops gesehen, aber die sind auch recht groß. Ja, hau ab da. Ah, da hinten ist Eisenerz, das ist auch gut. Eisenerz brauchen wir auch reichlich. Wir können auch so ein paar Pflanzen sammeln. Nicht alle, ich glaube, die kann man sammeln hier, nee. Hier, diese Dinger hier, die kann man sammeln. Die so ein bisschen aussehen wie so ein Schilf. So, jetzt sind wir genau auf dem Lager. Jetzt sehen wir natürlich das Dings nicht mehr. Da, 21. Zack, dann bohren wir uns mal rein da. La, 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 la. Also ich finde das ganz schön hier gemacht mit dem Terraforming. Dieser veränderbaren Oberfläche. Das sind nicht einfach nur Blöcke, die weggehen, sondern ja, es verschiebt sich halt so, ne? Gefällt mir sehr gut. Das Bauen ist dann wieder so ein bisschen wie bei Minecraft zum Beispiel. Man sieht unten, wir brauchen, wie gesagt, diese Ladung. Ne? Wir haben unten die Munition, ist jetzt bei 570 ungefähr. Und da kommt man aber relativ weit mit einer so einer Verdampferladung. Also da kriegt man so eine Mine schon ganz gut ausgebeutet. Wir haben verschiedene Größen, hier Größe 5, das Siliziumlager rechts hier, das hat Größe 7. Das heißt, da ist dann mehr zu holen. Was ich allerdings ein bisschen schwierig finde, ist, man verliert doch relativ leicht die Orientierung. Das ist mir aufgefallen, wenn man hier so am Rumbohren ist. Deswegen muss ich manchmal auch rausgehen, mal gucken, wo ich denn jetzt hier bin. Und man sieht, da haben wir schon unser Silizium. Und das bauen wir jetzt erstmal fleißig ab. Ach nee, das ist noch Schotter hier. Da, doch, Silizium. Da haben wir Silizium. Bisschen Schotter. Ich kann ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, wofür wir den Schotter brauchen. Aber ist egal, wir nehmen erstmal alles mit, was wir hier kriegen. Wir machen fleißig weiter. Das wird sich jetzt auch noch einen Augenblick so ziehen, denke ich mal hier. So. Zack, 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 zack. Zack. Also es gibt auch noch so einen Geplänkel-Modus, damit ich das jetzt einfach mal, wo man dann mal gucken kann, was geht denn überhaupt im Spiel. Da kann man mal schauen, wie so eine Raumstation, sag ich mal, oder so ein Mutterschiff aussieht. Da hat jemand was gebaut und das ist halt schon fertig gespeichert. Man kann sich dann immer reinsetzen und damit rumfliegen. Auf diesem Mutterschiff ist beispielsweise auch ein so Gleiter, sag ich mal, oder so ein Jäger. Der auch natürlich Bewaffnung hat, ne? Wie soll es auch anders sein? Ohne Bewaffnung geht ja gar nicht. Und dann kann man damit auch mal eben auf einen anderen Planeten fliegen, da landen und da weiter abschürfen oder so oder gegen Aliens kämpfen. Also dafür für den Pre-Alpha ist das schon sehr, sehr cool gemacht, hier die ganze Geschichte. Ich habe seit kurzem so ein paar Grafikfehler seit dem letzten Bug hier. Man sieht das immer, diese Streifen. Das ist seit dem letzten Update, ist das der Fall. Aber ich denke mal, dass das auch noch behoben wird in der nächsten Zeit. So, da haben wir doch schon mal ein bisschen was. Dann kann man mal sehen, wie weit wir schon gekommen sind. Und vielleicht stellen wir uns mal zur Orientierung ein Arbeitslicht auf. So. Ja, schlechter als recht, glaube ich. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Einmal schön alles wegzählen. Ne? So, das ist doch mal. Ey!
Wie viel haben wir denn hier an Silizium? 103, ein bisschen Schotter haben wir noch dabei. Dann gucken wir doch mal Magnesium. Magnesium weiß ich, dass wir das für die Munitionsherstellung brauchen wir auf jeden Fall Magnesium. Silizium brauchen wir mit Elektronik. Das sollten wir vielleicht auch noch mal ausbeuten. Und für die ganzen Metallkomponenten brauchen wir noch das Metalllager. Das ist da hinten irgendwo gewesen. Silizium, Magnesium. Ich glaube, da hinten in diese Richtung, wo ich jetzt hingucke. Das war, glaube ich, Eisenerz. Mir gefallen die Welten recht gut, muss ich sagen. Oh, das gibt... Ich habe gedacht, ich nehme Schaden. Fallschaden gibt es übrigens auch. 14, 14, 14. Oh, nicht so tief. Das ist ein bisschen höher. Wir machen das mal anders. Wir sind jetzt ja direkt drauf. Wir bohren uns einfach mal nach unten. Die erste Ladung ist verbraucht. Ah, wir haben noch 7. Das reicht also. So, wir schauen mal, wie wir nachher wieder hier rauskommen. Irgendwie wird das schon gehen. Notfalls müssen wir uns, glaube ich, in... Jetzt muss ich mal eben schauen. In diese Richtung bohren. Also man sieht, man verliert relativ schnell die Orientierung. Ich glaube, das wäre nicht der Fall, wenn sich die Textur so ein ganz bisschen verändern würde und ich einfach nach hinten wandern. Ich glaube, das würde arg helfen, einfach sich zu orientieren, in welche Richtung ich denn hier jetzt gerade das Loch geweitet habe. Wenn man so keinen wirklichen Abstandspunkt hat, ne? Und um die Entfernung irgendwie abzuschätzen. Was aufsammeln hier. Zack, zack, zack. Also das Farmen geht relativ schnell, finde ich. Wir haben jetzt hier 37 schon. Und wenn man da jetzt Magnesiumstaub macht oder aus Eisenbahnen oder so, dann kriegt man nicht pro ein Eisenerz ein Eisenbahn raus, sondern das ist dann immer ein bisschen mehr. Ich glaube, pro Eisenerz kriegt man dann 10 Eisenbahnen oder so. Das ist schon ganz cool. So, zack, 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 zack. Ich weiß gar nicht mehr, in diese Richtung konnten wir uns glaube ich auch wieder frei bohren. Also ich glaube, wenn man hier drin ist und hat keine... Also da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr raus. Also mit unserem Jetpack auf jeden Fall nicht mehr. Wenn man jetzt keinen Verdampfer mehr dabei hat, also keine Munition mehr, dann hat man, glaube ich, ein kleines Problem. Denn ist man halt eingesperrt, ne? Dann kann man höchstens... Ich weiß gar nicht, ob man sich selber töten kann hier in dem Spiel. Also Granaten oder so habe ich bisher noch nicht gesehen. Man könnte höchstens abwarten, bis der Sauerstoff ausgeht oder die Nahrung. Das wären so die einzigen beiden Ideen, die ich hätte, um sich selber hier in diesem Spiel umzubringen. Irgendwo hier müsste gleich Licht kommen. In diese Richtung. So,
solange ich mich nicht tiefer reinbohre. Ne, ich bohre sogar nach oben. Ja, man kann schöne Höhlensysteme bauen. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch sogar eine unterirdische Basis bauen kann. Allerdings ist der erste Block, den man dafür herstellen muss oder den man setzen muss, der ist echt verdammt groß. Und ich glaube, es ist einfach fast unmöglich, das alles so zu ebnen, dass man den da freikriegt, also, oder dass man den da hinsetzen kann. Sag mal. Ich habe mich hier nach unten gebohrt, ne? Ja, ich glaube, ich müsste gleich müsste hier Freiheit kommen. Ich hoffe zumindest. So, nächste Verdampferladung ist weg. Jetzt haben wir noch 6. 6. Ah, da! Ich sehe Licht! Licht! Ich glaub's gar nicht. Ups. Ah, ein Dinosaurier. Jo. Ich glaube, hier stellen wir uns mal eine Arbeitsleuchte hin, wa? So. Zack, zack. Tada! Naja. Fast. Fast richtig gewesen. So, ich sehe auch, wir haben schon über 25 Minuten voll. Ich sage erstmal, das war die erste Folge. Und wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns bei der nächsten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.